Nachdem wir Heiligabend mit dem Schmücken unserer Weihnachtspalme, dem Basteln unserer Krippe und einem spätabendlichen Kirchenbesuch verbracht haben, wartet mit der ringförmigen Sonnenfinsternis am 26.12. ein Höhepunkt unserer Reise. Wir sind aktuell in der Nähe der Stadt Kannur im Süden Indiens und unsere Unterkunft, Plu Mermet Homestay, liegt direkt am Strand. Dort stehen wir dann am 26.12. pünktlich um 8 Uhr. Für die Kamera habe ich einen kleinen Aufsatz mit einer speziellen Sonnenschutzfolie gebaut und aus Deutschland haben wir die speziellen Brillen mitgenommen. Schon kurz nach 8 Uhr schiebt sich der Mond etwas vor die Sonne. Ohne Aufsatz würde man am Boden davon gar nichts bemerken. Nach wie vor ist es hell. Die Sonne wird nun immer mehr vom Mond verdeckt. Ein paar Inder, Franzosen, Neuseeländer und Spanier gesellen sich zu uns und man merkt deutlich, dass es allmählich dunkler wird. Um 9.24 Uhr indischer Zeit schiebt sich der Mond dann komplett vor die Sonne. Der Mond ist heute recht weit weg von der Erde, sodass er die Sonne nicht komplett verdecken kann. Übrig bleibt dann der typische Ring um die Sonne. Das war dann selbst für die Kinder ein eindrucksvolles Erlebnis. Es wird allerdings nicht komplett dunkel, etwa 7% des Sonnenlichtes bleiben durch den Ring noch übrig. Auf dieser Handyaufnahme wirkt es allerdings auch viel heller, als es in Wirklichkeit war. Durchweg alle sind begeistert. Nach etwa 2,5 Minuten schiebt sich der Mond nun wieder weg von der Sonne und allmählich wird es wieder heller und auch deutlich wärmer. Bis etwa 11 Uhr verdeckt der Mond noch einen Teil der Sonne, doch so lange halten wir nicht aus, wir müssen dringend etwas frühstücken. Als nächstes geht es mit dem Nachtzug an die Ostküste Indiens nach Chennai und von dort weiter nach Singapur, wo wir Silvester feiern wollen.